Hallihallo und herzlich willkommen back hier bei Days Gone. Ja, wir hatten ja gesagt, dass wir in dieser Folge diese Quest hier von O'Brien erledigen wollen. Ja, wir hätten schon noch ein paar Horden und hier ist noch ein Hinterhaltcamp. Da überlege ich, ob man da noch mal sich das Hinterhaltcamp holt, denn das scheint ja auch das letzte zu sein, dass wir hier zu dem Nero-Kontrollpunkt hier eine Schnellreise machen und dann gucken wir uns das Hinterhaltcamp nochmal an, ne? Weil O'Brien lässt uns ja eh keine Ruhe. Funkt uns zweimal in der Folge an und ich denke, das ist auch in eurem Sinne. Ne? Denn ich denke, jeder von uns möchte dann vermutlich das zweite Ende auch sehen. Okay, also. Dann, wir müssen uns das noch markieren, ne? Geht's also hier hin? Und danach dann zu O'Brien. Verbrecher! Mörder und Vagabunden schießen ohne Fragen zu stellen. Shit, ich würde gerne den Bären auf die hetzen, ne? Hat geklappt, wie es aussieht. Er hat's auch geschafft. War zwar nicht sehr elegant, aber. So, und was ist mit dem? Du willst dich jetzt davon schleichen oder wie? Ja, hau ab. Ja. Ja, gut, das war ein Rager, ne? Oder? Ja. Brauche ich. So, wo sind die anderen beiden? Die kann ich scheinbar gar nicht looten, weil die der Bär gefressen hat. Kann ich brauchen. Gut. Ne, hier ist noch einer. Habe ich den schon gelootet? Okay. Gut, dann machen wir weiter. Ja,
Da oben ist schon der erste Scharfschütze. Habe ich eigentlich Bolzen? Na gut, aber den Satz können wir noch herstellen. So. Ich darf keinen von ihnen lebend entkommen lassen. Alles Vergewaltiger und Mörder. Scharfschütze ist schon mal weg. Das Kerosin habe ich nicht mitgenommen, ne? Aber das können wir vielleicht doch dann machen. In dem Moment können wir ja auch mal schauen. Wir können uns einen Molotow machen. Und Splittergranaten haben wir uns ja gekauft. Ansonsten ist da nicht viel. Ein Verband und dann geht's weiter. Ist hier Metallschrott drin? Vermutlich. Nee, Filter. Gut, hier haben wir scheinbar nichts. Hier können wir einen anbringen. Feuer macht dich frei! Renn, du Arschloch! Weil die so dumm sind. Die Ripper. Er hat es geschafft, brauchen wir keine Munition verballern. Eine Rohrbombe. Und ein Molotow. Da drüben, irgendwas ist da. Du bist auch gleich befreit. Hornochse. Ich muss loslassen. Er wird gefunden. Schneidst du ihn ab? Die Verirrten! Die Verirrten kommen! Halt die Fresse! Du bist verirrt. Ja, auf ihn, auf ihn! Ein Monster! Zurück, zurück! Siehst du ihn? Sieh hin! Komm schon! Achtung, Rückzug! Stopp! Doof. Oh, 20 Stück. Du bist verirrt!
Ich weiß es. Ich kann dir helfen. Ich zeige dir den Weg. Ich zeig dir den Weg. Befreien wir ihn. Ich nur noch welche. Er kommt über die Seite. Rückzug! Jetzt werden sie frech. Verdammter Bastard, wo willst du her? Hat sie erwischt! Vorsicht! Das ist frech, oder? Einfach noch leben. Geht doch nicht. Schrott. Verdammter Mist. Hätten wir uns früher nicht getraut, ne? Das? Mehr habt ihr nicht drauf? Ja, das dachte ich mir. Tja. Das nächste Mal, wenn ihr jemanden überfallen wollt, dann passt auf, wen ihr euch aussucht. Genau. Einer gegen 20, ne? Ich frage so mich, eine Arschgeigen. Ob sie einen Bunker haben. Ich wette darauf. Das ist voll unfair. Hier ist die Luke. Lustig doch. Ah, okay. Der Bunker. Ey, da schalten wir ja wieder neue Sachen frei, hä? Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Oder wir haben halt alles schon gefunden. Das kann natürlich auch sein. Was haben wir denn hier? Eine Kappe. Wagon Road Hinterhalt Camp. Was haben wir denn hier? Wie baue ich ein? Irgendein neues Rezept haben wir bekommen, ne? So, haben wir jetzt irgendwas freigeschalten? Das
Sieht nicht so aus, ne? Da haben wir scheinbar alles schon gefunden. So, ist hier noch irgendwo eine Hinweistafel außer da oben? Da ist auch eine Horde. Das werden wir jetzt schön sein lassen. Wir machen jetzt weiter zu O'Brien, ne? Obwohl, hier sind noch zwei. Die hätte ich mitnehmen können. Drei sogar. Na gut, ich meine, wir können danach sicherlich auch wiederkommen, ne? Also würde ich sagen, zu O'Brien. So, was haben wir jetzt bekommen? Ich habe übrigens noch Metallschrott, glaube ich, liegen lassen, ne? Oder habe ich den mitgenommen? Ich glaube ja. Eine Rauchbombe. Uns noch Metallschrott holen, ne? Jawohl. Da sind wir endlich mal wieder voll damit. Und wir bräuchten einen neuen Basy. Ich weiß nicht, was da auf uns zukommt bei O'Brien, ob das mit Kampf verbunden ist oder ob das Handfeuerwaffen-Schalldämpfer. Ist unser ab? Jawohl, da können wir den neuen gleich drauf machen. So. Ich gucke mal nach dem Motorrad. Ja, ich hätte mir vorhin die Ripper-Keule mitnehmen können, ne? Ich habe gar nicht dran gedacht, dass unser Basic kaputt ist. Gut, hier haben wir eine Spitzhacke, die brauche ich eigentlich nicht oder möchte ich nicht. Ja, wir können ja mal gucken. Aber ich glaube, die Ripper werden weg sein. Aus, ne? Alter, nein. Genau. Blöde Kreischerin. Hey, die Ripperkeule scheint weg zu sein, aber gut, wir werden schon irgendwo ein Basy noch finden. Oder wieder einen finden. Maximal können wir uns gleich noch mal Bolzen machen. So, wie sieht denn das hier aus? Vergiftet könnten wir machen und Brandbolzen erstmal nicht, weil wir kein Kerosin haben.
Und Rückstandbolzen. Jetzt haben wir hier noch Sprengbolzen. Ja, da fehlt Schießpulver. So, weiter geht's. Gerade gelegen. Okay, nix. Wer weiß, was ich da gesehen habe. Doch, hier liegt was. Ein Wecker. Warte mal. Wir können das Moped reparieren, ne? Ich krieg das hin. Gut. Ist hier noch Muni drin? Ne. Könnten wir eigentlich noch mal einen Zwischenstopp einlegen, vielleicht finden wir ja hier irgendwas. Ich weiß natürlich auch nicht, ob die Quest von O'Brien am Tag stattfindet oder in der Nacht. Aber ich denke mal am Tag, weil ansonsten wäre sie wohl am Tage nicht angezeigt, ne? Ist sie jetzt in der Nacht angezeigt? Ja, ne? Ja. Irgendwo liegt doch hier garantiert irgendwas. Und Schießpulver können wir ja auch gebrauchen. Hier liegt ein Rasenmähermesser und hier ein Verband. Let's go. Rein in die Tasche damit. So, hier ist Benzin. Könnten wir irgendwie auch nochmal auftanken. Lohnt sich auf jeden Fall. Oh, dann mal los. Gut, gehen wir rein. Überschlafen die Nacht dann. Machen uns noch mal ein bisschen was zurecht. So, hier ist auch das Bett. Mal Explosionsbolzen. Sprengbolzen. Besser gesagt. Gut. Wie sieht es mit Verbänden aus? Einen können wir herstellen. Gut. Wie Bosa so schön sagt. Ich glaube.
Das sollte reichen. Können wir weiter. Frisch ausgeholt. Guck mal, hier ist noch ein Medipack. Das holen wir uns noch. Medikit. Hier gibt es noch einen Motorraum zu plündern. Hier genauso. Sehr schön. Das, was hier steht, das ist eine Latte, ne? Ein Kantholz. Da könnten wir uns aber auch eine Nahkampfwaffe draus machen. Wenn wir jetzt gerade kein Basie haben. Ripper-Axt. Kantholz, nagelbesetztes Kantholz. Und Ripper-Axt. Ja, machen wir die halt mal. Okay. Ja, ist bestimmt auch nicht schlecht. Irgendwas gibt's hier zu looten, ne? Erledigt. Fragezeichen ist auch weg. Guck mal, zwei Wölfe. Ja, das kann ich verkaufen.
haben wir denn hier noch? Schauen wir uns mal um. Oh, was zum Teufel. Das sollte ich mir mal anschauen. Na, also. Die Spuren führen hier lang. Eine Bierflasche. Das war's jetzt. Scheinbar, ne? Ja, scheint's gewesen zu sein. Munition ist immer gut. So, na dann, da steht der Heli. Tja, ich hatte nicht unbedingt erwartet, wieder von dir zu hören. Was ist es diesmal? Ob du es glaubst oder nicht, ich freue mich, dich zu sehen. Neulich auf Wizard Island schien es nicht gut zu laufen. Was kann ich für dich tun, O'Brien? Ich will dich warnen. Mich warnen? Wovor denn? Weißt du noch? Ich sagte, dass die Infizierten sich weiterentwickeln. Gut, ja, ein Freak ist ein Freak. Was geht mich das an? Virusstamm, er befällt die menschlichen Nerven und Lymphsysteme. Seine Entwicklung beschleunigt sich exponentiell. Sie wussten es die ganze Zeit natürlich, dass das passiert. Meine Vorgesetzten. Darum ihre Heimlichtuerei. Ihre Vorsicht. Sie kommen. Niemand kann irgendwas tun. Was zum Teufel? Ja, harte Aussage, ne? Herstellungsrezept. Okay, unbekannte Nero-Waffe. Nice. Ja, das Design ist auch nicht schlecht. Das hat was, ne? Dezent, aber gut. Wow, das ist natürlich eine harte Sache, ne? Harte Angelegenheit. Hier ist Radio Free Oregon. Die Wahrheit wird euch befreien. Ich sprach über die schwarzen Helikopter, Nero Helis. Tja, seit Tagen wurden keine gesichtet. Aber lehnt euch noch nicht zurück. Nero ist noch nicht fertig. Noch lange nicht. Wenn Nero nicht mehr fliegt, kann das nur eins bedeuten. Sie haben, was sie wollten. Und haben sich wieder verkrochen. Das ist die Schlussphase, Freunde. Diesen Plan hatten sie schon lange vor den Freaks. Jetzt werden sie die Erde überrennen. Und wehe dem, der sich ihnen in den Weg stellt. Aber wir haben so lange ausgeharrt. Wir werden jetzt nicht aufgeben. Wir sind Kämpfer. Wir haben 2 Jahre im Dreck überlebt. In der Freakshow.
Und wenn wir eins sind, dann vorbereitet. Wie schon gesagt, Cope, du weißt noch nicht mal die Hälfte, aber ja, ich bin völlig deiner Meinung. Es ist noch nicht vorbei. Okay, wir haben es gehört, es ist noch nicht vorbei. Tja, aber... Okay, hier haben wir ja noch die Kopfgeldaufgabe, die wir von hier haben, ne? Von... Ja, sag schon, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Tja, gut, Leute, ich fahre jetzt mal hier in die Richtung zurück und schau mal, ob da noch was auf uns zukommt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich. Scharfschütze, verdammt! Gefällt dir das, hm? Schießt auf mich, scheiß Bastard! Gut, Freunde, also bis jetzt hat sich noch nichts getan. Dann würde ich sagen, dass wir hier an dieser Stelle Feierabend machen und eventuell zocke ich ja noch mal die ein oder andere Horde und nehme das dann auf. Aber ich will da noch nichts versprechen. Auf jeden Fall wartet jetzt was komplett Neues auf uns. Von uns entdeckt zu werden. Auf jeden Fall ein Projekt, was es auf meinem Kanal noch nicht gab. Und ich hoffe, ihr seid gespannt darauf. Ne? Ich bin's auf jeden Fall. Und ich hoffe, Days Gone hat euch bis hierhin auch gefallen. Ne? Wenn das so ist, ihr wisst das, zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Däumchen nach oben. Mal sehen. Kommentiert auch gerne. Das sollte klappen. Lass ein Abo da, falls du es noch nicht getan hast, um nichts Neues zu verpassen. Und wenn du zusätzlich aufs Glöckchen tippst, dann wirst du über jede Neuigkeit auf dem Laufenden gehalten, indem du eine Benachrichtigung bekommst. Alles völlig kostenlos und nur ein kleiner Klick. Bleibt mir gesund und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, euer Jens.